Wie sagt der Kaiser, schauen wir mal. Zum Regionalliga-Auftakt gab es für den FC Homburg in Pfullendorf eine Niederlage. Vermeidbar waren die Saarländer doch das bessere Team. Heute zur Heimpremiere gegen Koblenz hatte sich die Mannschaft von Christian Tietz viel vorgenommen. Doch erstmal wurde es ruhig im Waldstadion. Der Dank des Vereins gilt Helmut Breitner. Jahrzehntelang war er Zeugwart beim FC Homburg. Er verstarb vergangene Woche im Alter von 75 Jahren. Ihm gilt die Gedenkminute vor Spielbeginn. Christian Tietz muss nach wie vor auf eine ganze Reihe verletzter Spieler warten. Doch was seine Mannschaft in der ersten Halbzeit zeigt, macht allen Kummer vergessen. Zweikampfstärke, Handlungsschnelligkeit und perfektes Passspiel. Fünfte Minute. Gerlinger auf Kilian. 1:0. Koblenz bekommt nicht die Zeit, um Luft zu holen. Der FCH eröffnet dieses Spiel mit Willen und Zielstrebigkeit. Im Normalfall schickt Kilian Gerlinger. Hier ist es andersherum. Warum nicht? Homburg dominiert, überzeugt vor allem spielerisch. Einstudierte Spielzüge funktionieren. Pressing, Kurzpassspiel und dann Gerlinger. Das 2:0, ein Produkt absoluten Willens, 22. Minute. Einfach guter Fußball in den ersten 45 Minuten. Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, haben das Spiel kontrolliert, haben gewartet, bis die Torschancen kamen, haben dann mit 2:0 letztendlich das Spiel schon früh entschieden. Zweite Halbzeit waren wir ein bisschen unzufrieden, weil wir dann nicht mehr so Fußball gespielt haben. Vor allen Dingen, weil wir 5 richtig gute Möglichkeiten nicht genutzt haben, also hätten wir früher den Sack zumachen können. Hälfte 2, Koblenz etwas besser und Homburg vergibt Chancen. Trotzdem, auf dem, was wir heute gezeigt haben, können wir sehr gut aufbauen. Aber wir wollen da schon noch einen Schritt weiter nach vorne. Grün und Weiß macht wieder Spaß und rückt die Auftaktniederlage in Pfullendorf wieder gerade. Die Mannschaft hat heute Potenzial angedeutet, das auf noch mehr hoffen lässt. Schauen wir auch hier auf die Ergebnisse vom zweiten Spieltag. Hessen-Kassel gegen Kaiserslautern 2:2, Freiburg gegen Pfullendorf 3:1, Homburg-Koblenz wie gesehen keine Tore, bei Offenbach gegen Worms, Mainz gegen Baunatal 4:1 und Ulm gegen Zweibrücken 0:1. Ein Blick auf die Tabelle. 2 Mannschaften ungeschlagen, Mainz und Freiburg, Homburg jetzt mit 3 Zählern nach einem Sieg und einer Niederlage. Am Tabellenende Baunatal und Koblenz noch ohne Punkte, wie zuvor auch Trier, Ulm und